Genau, ich möchte ein bisschen fortfahren mit weiteren Integrationen zwischen eurer Tabelle und Views sozusagen. Und dazu möchte ich jetzt hier so Verknüpfungen vorstellen. Also mit Verknüpfungen meine ich Beziehungen oder Relationships, wie sie genannt werden. Hier sieht man ein Beispiel. Also es gibt zum Beispiel hier die Node-Tabelle. Und die steht mit verschiedenen Tabellen in Verbindung. Also zum Beispiel steht die mit dem User in der Verbindung. Hier sieht man, die ist halt mit der UID verbunden quasi. Genauso kann eine Node auch mit einer Node Revision, also mit einer Revision, in Verbindung stehen. Zum Beispiel gibt es eine Verbindung über die Node ID. Genauso gibt es aber eine Verbindung zwischen Node Revision und der Node, weil eine Revision auch eine Revision-ID hat und die Node-Tabelle die aktuelle Revision-ID quasi gespeichert hat. Das heißt, theoretisch würde es sich quasi hier auch nochmal einen Pfeiler geben. Und genau diese Logik, dass man von einem Node auf einen User kommt oder von einem Node auf eine Node-Revision oder von einem Node-Revision auf einen Node, das kann man Views auch beibringen, damit er das in der UI auch entsprechend einen zur Auswahl gibt. Prinzipiell gibt es sozusagen zwei Arten von Verknüpfung oder Relationships. Und zwar gibt es die automatische, bezeichne ich jetzt als Join, und es gibt die explizite Verknüpfung, wo man explizit oder man muss in der Oberfläche sagen, ich möchte die Beziehung erstellen. Also in der Relationship-Konfiguration. Diese automatischen Joins, dazu muss man nicht in der Oberfläche sagen, ich möchte die Beziehung erstellen. Ein Beispiel für einen automatischen Join ist die Beziehung zwischen Node und der Statistik einer Node. Es gibt eine Tabelle, die gibt zum Beispiel die Anzahl an Kommentaren eines Nodes aus. Es gibt weitere Informationen auf dieser Tabelle, zum Beispiel wann wurde zuletzt kommentiert, wer war der letzte Kommentator? Und diese Beziehung ist es quasi. Die Beziehung ist quasi eine 1:1 Beziehung. Man hat eine Tabelle Node und da werden quasi nur zusätzliche Daten angehängt an die Node. Was auch der Fall sein könnte, wäre quasi eine 1:n Beziehung zwischen einem Node und einem Kommentar zum Beispiel. Es gibt immer, oder es gibt die Möglichkeit, dass mehrere Kommentare zu einem Node dazugehören. Und es gibt die prinzipielle, also das ist jetzt ein Beispiel gewesen für ein Entity und ein anderer Entity. Und wann man jetzt quasi automatischen Join verwendet und wann man den sogenannten expliziten Join verwendet, das unterscheidet sich wie folgt. Der automatische wird verwendet, wenn A es eine 1:1 Beziehung ist und es nicht eine Beziehung zwischen einem Entity und einem anderen Entity ist. Also zum Beispiel ein automatischer Join wäre Felder genau. Das wird auch gemacht. Eine nicht automatische Join oder eine Relationship wäre zum Beispiel zwischen Node und Autor von einem Node, weil das ist ein anderer Entity-Typ und da wurde es mittlerweile, also in Drupal 6 war es noch so, dass zum Beispiel der Autor automatisch gejoint wurde, aber das hat zum einen irgendwie Gründe, also zum einen wurde gesagt, der Benutzer muss sich das klar machen, was er da tut, und zum anderen hat es tatsächlich technische Gründe gehabt. Und ich denke, wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist es vielleicht einfacher, Relationships zu verstehen. Und jetzt würde er da einfach die Entity-User quasi reinziehen in den Autor. Genau, du würdest eine Relationship sagen, extra anlegen, in deinem Code oder halt eine UI auswählen. Genau, ich glaube, das war ein Problem, warum Relationships nicht verstanden wurden. Weil manche, also ja. Warum ist der Autor automatisch da und manche Dinge nicht sozusagen. Ja gut, aber wenn man das Entity-Prinzip einmal so in der Form verstanden hat, dann passt es vielleicht schon. Ja, okay, stimmt. Guter Punkt.
Ja, weil im Endeffekt ist es ja so, dass du, ich verstehe so eine Entity immer als, wenn du es blöd sagst, ist es ja eigentlich eine einzelne Datenbanktabelle und du guckst halt, wie baust du die sinnvoll zusammen und das machst du ja mit so einer Relationship. Ja, genau. Perfekt. Genau, und ja, okay. Ich meine, du hast immer einzelne Datenbanktabellen für so einen Join, aber. Klar, weil das Relation, die Entity ist ja sowas Greifbares, ja. Wenn man das so betrachtet, abstrakt. Und dann passt das schon wieder. Ja, man kann. Ja, weiß ich nicht. Ja. Einfach zu erklären. Ja, okay. Jetzt habe ich hier mal das Beispiel. Also auf SQL-Ebene ist es ein Join. Hier sieht man jetzt das Beispiel zwischen Node und Users. Hier ist der entsprechende Join. Hat halt letztendlich quasi einen Typ von einem Join, inner oder rechts oder links. Und eine so eine Join Condition. Also wie funktioniert überhaupt das Join? Und das kann man entsprechend in Views quasi abbilden. Scheiß Beispiel. Aber okay, naja, okay. Da ist jetzt das Beispiel mit der Kommentarstatistik, also die Tabelle, die angibt, wie viele Kommentare ein bestimmter Node hat. Und das jetzt wie folgt gemacht. Also das ist wieder so ein Eintrag in Hook Views Data und der hat folgende Struktur. Hier quasi die Tabelle, die man hereinjoinen möchte. Dann der String Table, das ist ein Join, also in dem Join sind alle Informationen, die automatisch gejoint werden sollen. Und jetzt kommt hier quasi ein Array von mehreren Arrays und in jedem Array, hier steht jetzt quasi die Basistabelle sozusagen und da über Informationen, wie gejoint werden soll. Der erste Key ist Typ, inner ist genau das, was hier oben ist. Der zweite ist Left Field. Das ist quasi, also wenn man sich vorstellt, man möchte eine View anlegen, dann erstellt man eine View von Inhalten, also von Nodes. Das heißt, die Tabelle ganz links, wenn man sich so, ich versuche das anders zu machen. Du kannst es doch an der Query erklären. Ja, okay, aber da siehst du nicht, dass es, also die Idee ist tatsächlich, dass du quasi einen linearen Strang hast. So, okay. Ganz links. Für euch jetzt, fängt jetzt quasi Node an, dann würde das nächste kommen, dann würde das nächste kommen, dann würde das nächste kommen. Das heißt, das Left Field beschreibt immer das, von dem man quasi kommt. Das Field, was auch eigentlich Right Field heißen sollte, ist dann halt, was quasi rechts davon steht. Genau, für Users würde es jetzt wie folgt aussehen. Da würde Data hier stehen, hier ist Users, hier wieder Node und Left Field UID und Field UID. Phil, also ist vielleicht erklärt, dass Left Field eigentlich sozusagen das Feld der Basistabelle ist. Genau, und das ist das hier. Das Feld der Tabelle, die man abfragen möchte. Ja. Also Left Field steht hier auch links. Genau. Und Field steht hier auch rechts. Also es wird immer quasi... Left Field ist Basistabelle? Left Field ist immer Basistabelle, genau. Das ist immer von der man kommt. In dem Fall. Genau. Sagst du auch den Key. Ja. Deswegen, so kann ich es bemerken. Ja. Und kannst du ja jetzt auch, weil du die Node-Comment-Statistics hättest, könntest du darauf jetzt ja wieder einen Join machen, weil genau. Die jetzt ja rein theoretisch schon drin ist und kannst dann wieder aus der Node-Comment-Statistics jetzt andere Sachen reinjoinen, wenn du das wolltest. Genau. Also kannst halt runterkaskalieren dann weiter. Wir können ja mal das Beispiel machen. In der Node-Comment-Statistik steht der letzte Kommentator drin. Das würde jetzt wie folgt aussehen. In Data würde jetzt Users stehen. Users Table Join. Hier jetzt als Links quasi Node-Comment-Statistics. Mit Left Field, ich glaube das heißt UID und als Field UID. Aber nehmen wir an, es würde Last Comment UID heißen, dann würde es Left Field Last Comment UID heißen. Das ist ein bisschen blöd. Weil das ist quasi sozusagen andersrum, wie man es vielleicht erwarten würde. Nehmen wir an,
Ich hätte jetzt auch daran gedacht, dass ich jetzt in dem Array nochmal einen neuen Key mache. Genau, dachte ich jetzt. Der anstatt Not. Genau. So hätte ich das jetzt gemacht, aber das ist falsch. Ja, genau, es funktioniert nicht. Es ist genau andersrum. Und bei Ende ist es passiert. Ja. Ich wollte aus der Node-Comic-Statistik jetzt noch eine Row, quasi, weil ich ja gerade die gejoint habe, wollte ich aus der gejointen Tabelle jetzt noch einen Join machen. Genau. Und das kannst du halt nicht quasi in der Tabelleninformation machen, sondern du musst ja in der Tabelleninformation von Users machen. Das könnte ja theoretisch auch sein, dass die Tabelle, die du da versuchst zu joinen, es gar nicht gibt. Genau, deswegen. Du musst es ja da machen. Ich würde es so oder so empfehlen. Genau, du kannst. Nein, aber du weißt ja nicht, zum Beispiel in Node-Comment-Statistics, die wird ja eigentlich nur angegeben, wenn das Comment nur 0 an ist. Genau. Und dementsprechend kann ja nur, dass, wenn das aktiv ist, das Ding sagen, okay, ich joine eigentlich auf die Node, weil ich bin ein untergebene Tabelle quasi und ich hole mir die Daten oder ich brauche eine Node, damit ich überhaupt funktioniere. Wie würde es denn richtig aussehen, wenn wir das jetzt mit zwei Joins machen? Weiterer Data Key. Genau, dann würde hier, also ich mache mal das Beispiel mit Users. Ja. Würde hier Data Users Table join und dann Node Comment Statistics. Node Comment Statistics. Ah, okay. Ja. Also muss das Node. Genau. Okay, gut, dann passt es. Das genau. Comment Module würde das aber dann über Fuse Data Adder machen. Richtig, genau. Wobei man, da gibt es, ich sag mal, Diskussion, weil Alter ist ja verändern sozusagen, aber du fügst was Neues dazu. Deswegen gibt es tatsächlich die Idee, quasi drei Schritte zu haben. Der erste Schritt, nenne ich jetzt mal HookViewsData, definiert quasi Basissachen. Dann gibt es HookViewsBuild, wo man noch zusätzliche Informationen dazu packen kann und dann noch Alter, um dann was zu verändern. Okay. Vielleicht kommt das nicht unbedacht. Genau. Nochmal, also wenn man jetzt hier die SQL-Query anschaut, es kommt Node, dann kommt Users. Es würde Node kommen und dann Node Common Statistics. Und hier ist es genau andersrum. Ist vor allem blöd, weil die Beispiele in Views sind immer in beide Richtungen. Also es gibt, zumindest in Drupal 6 war das so, zum Beispiel zwischen Node und Node Revision anschauen und Node Revision und Node. Das heißt, man hat es nicht verstanden. Vor allem, weil es kann ja jeweils gejoint werden auf Node-ID oder auf Revision-ID. Deshalb habe ich das Beispiel hier genommen, weil ja, da Beispiel, das ist eindeutig. Dem Left Field und Field, diese Beispiele, wenn diese beiden Angaben eben drinstehen, dann heißen diese Felder grundsätzlichen Beispiele immer sehr gleich. Genau, außer im eigenen Modul. Genau, sozusagen. Da brauchen wir es nicht mehr anders. Genau, ja, ist es irgendwie blöd. Aber man muss sich das vorstellen, ganz links, dort kommt man immer her. Für manche Use Cases muss man hier die Condition quasi erweitern können. Hier haben wir jetzt ein Beispiel der History-Tabelle. Die History-Tabelle speichert für jeden Benutzer und für jeden Node, wann wurde der Node von dem User zuletzt angeschaut. Also zum Beispiel auf Drupal.org sieht man ja diese in seinen Issues so new immer. Und das wird damit erreicht. Also er lädt quasi aus der History-Tabelle den Timestamp von dem entsprechenden Node. Und damit das überhaupt funktioniert, weil jeder Benutzer hat ja letztendlich einen Eintrag, muss man in den, also kann man in dem Join zum Beispiel eine weitere Condition angeben, um den UID zu filtern. Und das kann man entsprechend auch in der Data abbilden. Also, wie gesagt, wieder links Node, dann kommt History, also History Node. Hier kann man theoretisch auch zum Beispiel Table angeben. Aber er würde es jetzt auch machen, wenn du das Table nicht angibst, weil du History schon. Ja, genau. Also, richtig. Ja. Ja. Ist halt so drin gewesen, sozusagen. Genau, wieder Left Field und Field auf Node-ID. Und so das Wichtige ist jetzt der Key Extra. Extra sind quasi zusätzliche Conditions. Und das erwartet jetzt ein Array von wieder Arrays. Und das gibt jetzt quasi eine zusätzliche Condition an.
Ein Condition läuft quasi immer auf der sozusagen rechten Tabelle. Hat, wenn wir zurückgehen, die rechte Tabelle ist History und wir wollen auf History.uid checken und dann irgendwie einen bestimmten Wert zum Beispiel. Und was History jetzt macht, ist das Feld auf UID zu setzen, den Wert auf den aktuellen User, da komme ich gleich noch zu, und fragen, ist es eine Zahl. So, das Numeric ist eigentlich nicht wichtig, aber ich habe es mal hier angegeben, oder es wird da angegeben, damit er den Unterschied zwischen String und einer Zahl irgendwie kennt. Wichtig ist vor allem Value, wenn man irgendwie zum Beispiel zwischen Node und einer Entity-Referenz zum Beispiel joinen würde, dann müsste man ja nicht nur quasi die ID joinen zwischen Node-ID und der Entity-ID, sondern man müsste noch eine Condition angeben. Ich möchte auch nur den Entity-Type Node haben. Weil so eine Referenz könnte ja auf mehrere Entity-Typen gehen. Da man damit nicht doppelt bekommt, würde man jetzt hier in dem extra Field noch den Field als Typ wählen, zum Beispiel, und Value dann entsprechend Node oder so. Das hier mit dem Current User, es gibt dort quasi globale Tokens für die Query, die ersetzt werden. Dort gibt es einen Hook, ich glaube, der heißt Hook Use Substitutions. Und was hier letztendlich dahinter steht, genau dieser String, also Sternchen, 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 Count underscore User, Sternchen, 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 wird ersetzt durch den aktuellen User. Die Idee ist dahinter, hier ein bisschen mehr Support für Caching zu haben. Weil, ja. Genau. Jetzt zu Relationships. Also, was wir jetzt gesehen haben, sind sogenannte automatische Joins. Und jetzt zu Relationships. Sie werden verwendet, wenn man zum Beispiel eine 1-zu-N-Beziehung hat. Node zu Kommentar, Kommentar zu Node, Taxonomy zu Node oder sonstiges. Technisch ist das quasi ein eigener Händlertyp, so ähnlich wie Field oder Filter, den man auch in der UI auswählen kann. Und wichtig ist, dass der auf jeden Fall benutzt werden muss, wenn man einen eigenen Entity-Typ joint. So, jetzt hier das Beispiel zwischen Node und Users oder User. Es läuft wieder ab in Hook Views Data. Ähnliches Schema. Data dann die Tabelle, in dem quasi die linke Tabelle sozusagen, dem Feld, auf dem ich irgendwie joinen möchte. Okay, hier gibt man jetzt eine Relationship an. Sie hat auch einen Titel und einen Hilfetext. Es hat auch einen Händler. Per Default sollte man UseHandlerRelationship wählen. Wenn man da was anderes eintragen muss, dann, ja, dann hat man andere Probleme sozusagen. weil der UseHandlerRelationship, das ist schon unglaublich ekliger Code sozusagen. Ja, man braucht es eigentlich auch nicht. Doch. Brauchtest du es mal? Ich brauche es mal. Weil es extra nicht funktioniert hat? Weil ich eine zweite Relationship brauchte, um meine Relationship zu kriegen. Ja, das ist ja, cool. Das hat funktioniert. Ja, okay, stimmt. Da bin ich dann auf dieses Alias-Problem gestoßen, wie man das ins Extra kloppen kann. Aber ja. Ja, funktioniert das mittlerweile mit Prozent Alias? Ja, wunderbar. Das hat damals ja auch schon funktioniert. Okay. Das war noch nicht dokumentiert. Ja. Ja, die Sache, die läuft tatsächlich quasi nicht in Views ab, diese Prozent Alias-Geschichte. Sondern nur die BDD, aber okay. Naja, weiter. So, was man jetzt hier angibt, ist Base, die Basistabelle. Also Node, User, Base, Base, Users entsprechend. Field ist die, ist das Feld auf der UID-Tabelle. Das heißt, ähnlich wie vorher, Left Field wäre von dem Node die UID, Field ist das Feld
auf der rechten Tabelle. Hier kann man auch zum Beispiel Left Field angeben. Hier könnte man genauso extra angeben. Genauso könnte man hier auch den Join-Typ angeben mit Type Inner. Ein weiterer Key, den man setzen muss, leider, ist das Label. Das ist ein Label für die UI. Für die UI, genau. Die man, das Label kann man quasi selber konfigurieren und das ist der Standardwert. Okay. Dann haben wir eine Views-Integration geschrieben. Wenn man jetzt einen eigenen Entity baut, ist es halt ganz schön viel Aufwand. Jedes einzelne Feld muss ich jetzt integrieren. Die Sache ist, wenn man mit Entity API, dem Modul, arbeitet, dann gibt es die sogenannte Property Information. Das heißt, Entity API weiß, okay, eine Node-ID ist eine Zahl. Und die UID ist eigentlich auch eine Zahl, aber sie ist eigentlich ein Entity Type. Also sie joint auf Users und zwar so. Das weiß Entity API sozusagen. Und deshalb. Ah, okay. Ja, genau. Deshalb kann Entity API zumindest eine Basisintegration automatisch machen für einen. Dadurch, dass sie auch die ganzen allgemeinen Features hat, wie Rendern, Lesen, Schreiben, diese ganzen Metadaten, kann es die benutzen. Und hey, in Drupal 8 wird Entity API quasi ein Core sein. Das heißt, hoffentlich auch eine automatische Views-Integration für die Basis-Sachen. So. Aber das ist doch, wenn ich Entity API benutze, ne, dann Entity-Info kann ich doch, macht er doch für mich eine Views-Integration. Also mein ja. Entity-Typ ist ja. Ja, sozusagen. Richtig. Ist ja dann schon drin. Ich meine, ja, okay, aber du kannst. Einfach nur eine Ray-Key noch setzen, ja. Dann war ist die Views-Integration fertig. Genau, das zeige ich auch gleich, wie es geht. Ja, okay. So, um die Metainformation sich zu holen, gibt es die sogenannte, den Hook Entity Property Info, in dem definiert man quasi für den eigenen Entity-Typ, was ist was. Zum Beispiel ist es hier das Beispiel von Node und hier gibt es die Node-ID. Sie hat ein Label, das kann benutzt werden in Views. Es gibt einen Typ Integer, es ist eine Zahl, kann benutzt werden in Views. Die Description entspricht quasi dem Hilfetext. Und das Schema Field ist quasi auch eine extra Aussage, wenn ich zum Beispiel irgendwie was Extras machen möchte mit irgendeinem Property, gerade irgendwie so anders rendern oder so, kann ich hier theoretisch noch ein weiteres Property definieren mit einem Getter Callback und trotzdem auf das Schema Field auf was anderem arbeiten lassen. Hier geht es zum Beispiel von quasi einer Relationship in der Hook Entity Property Info. Hier ist jetzt der Autor beschrieben von einem Node. Und was macht er jetzt hier? Er sagt Type User. Vorher war es Type Integer. Integer ist nur eine Zahl. Type User weiß er, okay, User ist jetzt kein einfacher Datentyp sozusagen, sondern ist ein Entity. Das heißt, okay, er weiß es automatisch, er möchte eigentlich eine Relationship anlegen zwischen Node und User. Und jetzt braucht ihr quasi nur noch die Information, wo ist es, das Schema Field. Das ist jetzt quasi wieder das Feld links. Dann kommt rechts der User. Er weiß, okay, es ist ein Typ User. Das heißt, ich kann in der Entity Property oder in der Entity Information von dem User nachschauen. Okay, und dort steht drin, dass die ID von dem User steht in dem und dem Datenbankfeld. Okay, ich kann den Join selber automatisch bauen. Um das jetzt angeben zu können, dass er das automatisch joint, muss man in Hook Entity Info, hier ist jetzt ein Beispiel von Organic Groups, nur einen einzelnen Key setzen. Also man gibt hier jetzt in Hook Entity Info die Entity Info zurück und hier steht dann der Entity Term. Und was man setzen muss, ist Views, Leerzeichen Controller, Leerzeichen Class und dahinter eine Klasse. Wenn man einfach nur eine Integration haben möchte,
muss man Entity Default Views Controller nehmen. Damit baut dann Entity API automatisch eine Views-Integration. Wenn man irgendwie weitere Felder dazufügen möchte, kann man jetzt oder irgendwie was ändern und Custom setzen. Dann existiert entweder die Möglichkeit, Hook Views Data Alter zu benutzen, oder man extendet quasi diesen Controller oder Klasse, wie man es nennen möchte, und überschreibt die Views Data Funktion und setzt dort entsprechend die Handler. Also das ist genau dasselbe Schema. Data, dann kommt die Tabelle, dann kommt das Feld, dann kommt der Händler-Typ, dann kommt der Händler mit dem entsprechenden Wert. Jetzt eine Frage, ob man Hooked Views Data Alter oder quasi den Controller benutzen möchte. Meine Meinung ist, besser den Controller benutzen, weil dann hat man quasi einen Ort, in dem man das steuert. Vor allem nur für die Entity, wenn man genau den Controller dafür hat. Genau. Views Data sind ja recht schwer. Oder genau, wenn man jetzt quasi nachschaut, okay, ich weiß nicht, wie mein Entity-Typ funktioniert, geht man zuerst in Entity-Info und sieht dann, oh, es ist eine andere Controller-Klasse. Das heißt, okay, cool, das sind die Anpassungen. Oder ich kann auch in die, notfalls in die Elternklasse schauen, um zu wissen, was da so integriert wird. Ja, aber das ist halt eigene Meinung. So, jetzt, wenn ihr wollt, könnte ich noch ein bisschen über Plugins erzählen und was halt so der Unterschied ist zu einem Handler sozusagen. Und genau, das ist hier beschrieben. Ein Plugin steuert irgendwie ein Verhalten, eine View. Ein Handler wiederum steuert quasi nur das Verhalten von letztendlich der SQL oder einem Feld oder Filter einer View. Generell hat ein Plugin auch noch folgende Eigenschaft. Es ist austauschbar in der UI. Hier jetzt alle Plugins, alle Style-Plugins sozusagen. Es ist auch austauschbar im Code. Genau, das ist der zentrale Unterschied. Das heißt, ein Plugin selber hat, da es austauschbar in der UI ist, zusätzliche Metadaten, wie zum Beispiel der menschenlesbare Name. Genau. Wie funktionieren denn Plugins generell? Wenn man sich eine exportierte View anschaut, dann ignoriert man das bis hierhin. Und jetzt gibt es zum Beispiel ein Plugin für Pager. Ein Beispiel ist der Full Pager, der einen normalen Pager bereitstellt, oder ein Mini-Pager, der quasi nur nächste Seite bereitstellt. Und dem Export gibt es jetzt einen Pager und den Typ und dann ein Typ, der sich jetzt Full. Dann wird genau irgendwie eine Funktion aufgerufen und die wiederum holt sich Informationen aus Hook Views Plugins. Also so ähnlich wie Hook Views Data definiert man in Hook Views Plugins die vorhandenen Plugin-Typen. Das möchte ich gleich an einem Beispiel machen. Unser Beispiel ist ein Default Argument Plugin. Das ist jetzt auf diesen Contextual Filters. Gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich kein Argument reinbekommen habe von außen, möchte ich stattdessen ein eigenes bereitstellen. Ein Beispiel davon ist, ich will einen Blog anzeigen auf einer Node-Seite und ich benutze nicht Panels. Dann hat der Blog irgendwie kein Argument standardmäßig, weil der einfach nur so drin hängt. Aber man kann jetzt sagen, okay, ich möchte, wenn kein Wert bereitgestellt ist, dann möchte ich irgendwie die Content- oder die Node-ID von der URL haben. Was viele benutzen, ist dann PHP-Code. Dort kann man in der Oberfläche PHP-Code reinschreiben. Aber das ist einfach scheiße, weil PHP-Code in der View, man findet es nicht, was gehandelt wird. Es ist nicht so wirklich in Versionskontrolle oder man hat kein Highlighting sozusagen. Man möchte es einfach nicht in PHP-Code. Es ist ein Sicherheitsproblem. Und deswegen machen wir jetzt mal ein eigenes Plugin. Und zwar, unsere Idee ist, eine zufällige Nummer zurückzugeben.
so als Beispiel. Aber man kann da auch was Sinnvolles dahinter stecken, natürlich. Also, ja. Ist Papa gestorben? Scheinbar. Ist jetzt auch ruhig, also von daher. Okay, also was man macht, ist jetzt so ähnlich wie HookViewStaker, gibt es den HookViewsPlugins und dort muss man folgende Informationen angeben. Man gibt einen Await zurück, was aus ganz vielen Unterawaits besteht. Der erste Key ist der Plugin-Typ. Das heißt, in diesem Array stecken jetzt alle Plugins von dem Typ Argument Default. Wenn man quasi wissen will, was es gibt oder was sind so Beispiele, dann schaut man direkt in Views. Man sucht einfach nach der Funktion use_views_plugins. Genau, das ist ein Hook, also module_views. So, wir haben jetzt den Typ, dann sagen wir den Namen von dem Plugin. In unserem Fall random oder random number. Hier wiederum ein Underarray mit folgenden Werten, dem Titel, so wie es in der Oberfläche erscheinen soll. Leider muss es auf Englisch eigentlich sein. Okay, und also jetzt nennt sich das Handler, ist letztendlich quasi die PHP-Klasse, die aufgerufen werden soll. Da gibt es eine Namenskonvention, wie die PHP-Klasse genannt werden soll. Und zwar ist es dem Modulnamen unterstrich views unterstrich plugin unterstrich den Plugin-Typ, also in unserem Fall Argument Default, aber da man keine Spaces haben kann, in Klassennamen mit einem Unterstrich. Und dahinter noch den Namen. Also in unserem Fall foo views plugin argument default random. Dann der nächste Schritt ist, in der Infodatei die Klasse, also die Datei der Klasse einzutragen und die Klasse, die Datei erstellen und die Klasse reinpacken. Für Argument Default gibt es eigentlich nur eine Methode, die man wirklich schreiben muss. Und das ist die Methode getArgument. Und was sie bekommt keine einzigen Parameter, sondern was sie zurückliefern muss, ist einfach nur der Wert. In unserem Fall wollen wir eine zufällige Nummer ausgeben, also return zufällige Nummer zwischen 0 und 100. Nehmen wir an, wir möchten sowas wie Content-ID vom URL benutzen. Dort können wir jetzt zum Beispiel die arg-Funktion aufrufen oder menu-get-object oder irgendwie eigene Logik dahinter. Und letztendlich, was man hier reinschreibt, ist das, was man sonst in den PHP-Code in Views reinschreiben würde. Genau, so, erstmal Stopp. Hier haben Leute ganz schön viele Probleme. So, jetzt gehe ich mal durch, was für Probleme gibt es und wie kann man sie beheben. Wenn HookViewsPlugins nicht ausgeführt wird, dann gibt es zwei Probleme. Entweder HookViewsAPI ist nicht implementiert, beziehungsweise falsch implementiert, und ist der HookViewsPlugins, ist die Funktion tatsächlich in module.views.inc. So, wird jetzt HookViewsPlugins ausgeführt, aber das Plugin nicht in der UI angezeigt, dann kann es passieren, dann ist meistens der Fall, dass man Return Plugins vergessen hat, am Ende der Funktion. So, nächster Punkt. Man sieht dieses scheiß Plugin in der UI, speichert, bearbeitet es und merkt, dass es nicht gespeichert wurde, sozusagen. Was wurde dort vergessen? Views weiß zumindest die Metainformation zwar, kann es also in der UI anzeigen, aber die Klasse ist irgendwie nicht bekannt. Deshalb muss man sicherstellen, dass die entsprechende Datei in module.info eingetragen wurde, dass die Scheiß-Registry geklärt wurde und nochmal geklärt wurde. Also /gcall mehrmals zum Verrecken. Und dass der Klassenname auch tatsächlich übereinstimmt mit dem Klassennamen, wo man definiert hat.
Aber ich habe ja gestern gelernt, Drush VD. Richtig, der zeigt tatsächlich bei Drush VD, hey, irgendwie finde ich es nicht. Genau. Genau. Also als Idee. Nochmal? Ich sage, 2 Uhr morgens sehr nützlich. Okay. Als Idee könntet ihr das probieren, so ein Argument Default Plugin, wenn ihr wollt. Genau, und das irgendwas macht. Ihr könnt euch irgendwie was aussuchen oder dieses zufällige bauen. Was hast du dann auch noch Schönes? Weitere Plugin-Typen? Ja, sonst lass uns das. Okay. Der Steffen ist ja noch bis. Ich bin noch bis 2 da. Ah, ja, du wirst alles ziehen, okay. Wir haben noch. Oh, aber ganz schön 2 Stunden. Krass. Gut. Ja, okay. Ja, also ich. Weiß nicht. Okay, mal gucken. Okay. Ich stelle jetzt einfach einen weiteren Plugin-Typ vor. Und zwar ist das der Argument-Validator oder Contextual-Filter-Validator. Der stellt quasi fest, dass die URL, die reinkommt, oder das Argument in der URL, das reinkommt, auch tatsächlich richtig sozusagen ist. Der Validator kann aber noch mehr. Er kann theoretisch auch den Wert ändern und er kann den Titel des Werts setzen. Ein Beispiel für ein Argument-Validator-Plugin ist folgendes. Man möchte eine URL haben, die aussieht wie taxonomy/menschenlesbarer Name des Taxonomy Terms. In der Datenbankabfrage möchte man aber eigentlich nach der Taxonomy ID filtern, weil das ist einfach performanter. Deshalb wäre jetzt die Idee, dass das Argument Validator Plugin quasi den Term Namen sich nimmt, dann den eigentlichen Term lädt und dann die ID setzt als Argumentwert. Zusätzlich hat jetzt das Argument Validator Plugin erkennt den Taxonomy Term, also das volle Objekt, kann also auch den Titel des Taxonomy Terms sozusagen herausfinden und setzt es auch, beziehungsweise kann es setzen und hat dann dadurch halt die Möglichkeit, dass es dann halt automatisch in Views schön ausgegeben wird. Ja. Der Validator reagiert nur, wenn die Übergabe aus der URL kommt oder auch von Panels als Kontext. Ja, also so prinzipiell springt er quasi an, sobald ein Argument vorhanden ist. Okay. Er kann jetzt entweder aus der URL, aus Panels, okay, aus unserem Argument Default Plugin zum Beispiel theoretisch auch kommen. Was beim Argument Default Plugin ja anders ist. Da ist genau, wenn ich Wert angebe, wird dieses Plugin nicht aufgerufen. Genau. Richtig. Weil genau. Also wenn man auf jeden Fall irgendwie Logik reinbauen möchte, dann muss man ein Argument-Validator-Plugin stellen. Weil also konzeptuell sind die ja schon irgendwie ein bisschen ähnlich, zumindest haben sie die Macht, was, das Gleiche zu tun. Prinzipiell ist das Vorgehen genau gleich. Man setzt in Hook Views Plugins Argument-Validator mit einem Space, gibt dort quasi noch die PHP-Klasse an und die PHP-Klasse sieht dann auch so aus, dass sie nur eine Methode hat, die standardmäßig implementiert werden muss. Diese Funktion, also die Methode, nennt sich jetzt validate_argument. Sie validiert also das Argument und erwartet das Argument. Okay, ich habe jetzt hier ein Beispiel ausgewählt. Namen ist Example und meine Idee war, schneide irgendwie zufällige Werte über 100 aus, weil ich möchte nicht über 100 zurückgeliefert bekommen. Also, und wenn, beziehungsweise wenn der Wert über 100 ist, dann ist es valide und wenn nicht, dann return false, das heißt, zeige überhaupt nichts an zum Beispiel. Okay, also checkt er halt, ist größer als 100, dann setzt ein Titel, oh, ist es mehr als 100. Die Frage ist jetzt, wo muss der Titel quasi gesetzt werden? Und das setzt, also this argument zeigt quasi auf den Argumenthändler. So ähnlich wie im Fieldhändler gibt es auch einen Argumenthändler. Das wird hier quasi drin gespeichert und dort gibt es den Wert validated title. Und wenn man jetzt hier irgendwie einen anderen Titel angibt, genau, dann macht er das. Beim Taxonomy Term würde jetzt hier irgendwie stehen, check plain taxonomy minus kleiner Term.
Um einen Wert zu setzen, muss man auch wieder auf this argument arbeiten. Und dort gibt es jetzt den Key und den Wert argument. Und ja, ich habe einfach jetzt 100 gesetzt. Was die Funktion vor allem eigentlich tun muss, ist sagen, ist das ein valides Argument oder ist es kein valides Argument. Wenn es nicht valide ist, dann false und sonst true. So ähnlich oder genau gleich wie auf Handlers gibt es auch hier Optionen, die eigentlich kein S haben. Also kurz zurück. Ja. Also das gesagt, der muss true oder false. Ja. Wenn true zurückgefragt, dann ist es valide, dann geht der Wald weiter und filtert. Wenn es false ist, dann stoppt er, aber in der UI kann man auswählen, was passiert, wenn das Argument nicht valide ist. Zeige alle an, zeige eine 404 an, zeige eine 403 an. Dann funktioniert nicht so ganz. Du überprüfst gerade, ob das Argument größer 100 ist. Und dann, wenn es größer 100 ist, dann setzt du es auf 100 und sagst, okay, es ist valide und ich mache weiter. Ja. Und ansonsten, wenn es nicht größer 100 ist, dann sagst du, es ist falsch. Ja, okay, das war ein dummes Beispiel. Normalerweise wäre das schon richtig. Ja. Oder nur, wenn das Argument jetzt ändert, ist es doch immer valide, eigentlich. Ja. Okay. Ja, okay. Dann, ich dachte nur, ich habe konzeptionell was nicht verstanden. Okay, Neo, gehen wir mal ein Beispiel durch. Ich möchte den Node-Titel als Argument haben können, aber dann die Node-ID setzen, damit es schnell gefiltert wird. Okay, das heißt, das Argument, was reinkommt, ist der Node-Title. Dann wirft man das hier jetzt mal weg und würde den EFQ schreiben. Die Property Title überprüft nach dem Argument. Genau, genau. Okay, wenn der Node zurückkommt, dann lade ich den Node, das heißt, ich habe Dollar Node. Was ich jetzt machen kann, ist this argument validate title auf Node Title setzen und this argument argument auf die Node ID setzen. Return true. Wenn es keine Node laden kann, return false. Okay, genau. Dazu Fragen? Oder zum vorherigen? Okay. Ja. Genau. Genauso wie bei Handlers kann man hier auch Optionen definieren. Mit Option Definition definiert man die Optionen. Hier zum Beispiel irgendwie für ein Plugin, wo man quasi die Range an, also die Reichweite der zufälligen Zahl angeben kann. Also von 0 bis 100. Min und Max haben entsprechend Standardwerte 0 und 100. Ja, okay. Entsprechend kann man dann auch in jedem Plugin ein eigenes Formular hinterlegen. Hier ist wichtig, die Funktion heißt Options mit S Form. Das ist scheiße. Und das ist halt ein Form-API-Feld mit einem Standardwert, was wieder aufgerufen kann. Also der Wert, der wird immer von Views quasi in this options abgespeichert. Und entsprechend jetzt im Validator-Plugin könnte ich jetzt this options min und max überprüfen oder benutzen, um zu validieren. Ein Beispiel, für was eine Option benutzt wird im Core sozusagen, ist ein Validator für Taxonomy Terms, wo man zusätzlich noch angeben kann, in welchem Vokabular soll der Taxonomy Terms quasi sein. Und kann dann hier entsprechend erst den Term laden und schauen, hat er einen bestimmten Taxonomy Term, wenn nicht, dann ist es immer noch invalide. Genauso könntet ihr jetzt quasi halt das Ganze für Validatoren probieren. Ich mache jetzt mal weiter, wenn wir nachher noch Zeit haben, würde ich das nicht tun. Weitere Plugin-Typen, die man definieren kann. Ein wichtiger Plugin-Typ ist das Style-Plugin. Das Style-Plugin regelt letztendlich, wie wird eine View ausgegeben. Wird es als Tabelle ausgegeben? Wird es als jQuery Slider ausgegeben? Wird es als also UL und LI Liste ausgegeben? Wird es einfach nur mehrere Diffs untereinander ausgegeben? Und genau das regelt das Style Plugin. Ein weiteres Plugin ist zum Beispiel das Woe Plugin. Ein Woe Plugin
handelt letztendlich eine einzelne Zeile des Resultats. Kommentiert also das SQL-Resultat quasi zu dem, was der Benutzer am Schluss angezeigt wird. Ein Beispiel davon ist Node. Das Node-Row-Plugin zeigt den gerenderten Node an. Ein weiteres Plugin ist das Fields-Row-Plugin. Zeigt quasi die Felder, die, also zeigt jedes einzelne Feld, was man in Views ausgewählt hat, an. Weitere Beispiele sind zum Beispiel Access. Access regelt den Zugriff auf eine View. Also validiert quasi, ob der Benutzer überhaupt die View sehen darf. Weitere Beispiele sind zum Beispiel Pager. Also wie sieht der Pager aus? Wie sieht das Exposed Form aus? Der Display, wo wird die View eingebettet? Deck Hash, alles Mögliche. Immer, wenn man letztendlich weiß, okay, ich möchte vielleicht ein Style-Plugin schreiben, aber ich weiß nicht, was kann ich da überhaupt definieren. Wie sieht es aus? Immer in Views-Plugins nachschauen. Dort gibt es jedes Beispiel, so ein bisschen dokumentiert vielleicht. Und genau, die Funktion findet sich in dieser Datei. Man hat immerhin Beispiele, sozusagen. Was wäre ein Query-Plugin? Ein Beispiel für ein Query-Plugin ist das sogenannte SQL-Query-Plugin oder Default-Query-Plugin. Das ist quasi das Plugin, was SQL benutzt, um Daten zu bekommen. Ein weiteres Beispiel ist Search API. Okay. Search API definiert eine eigene Schnittstelle, wie es mit Search Backends reden kann. Und das Query Backend würde jetzt quasi mit Search API reden. Oder das Query Plugin wird von Search API bereitgestellt, redet mit dem eigentlichen Backend, Apache Solr zum Beispiel, nimmt die Resultate und packt die irgendwie zusammen. Das könnte man sich rein theoretisch für eine CSV-Datei jetzt mal ins Dumme gesprochen auch Query-Plugin schreiben. Genau. Cool. Genau. Das heißt, das Query-Plugin liefert dann eine Array in einer bestimmten Art und Weise zurück. Genau. Genau. Also, das Query-Plugin tatsächlich, also die Erwartung ist tatsächlich, dass es in das View-Objekt und dort den Wert Result reinschreibt, und zwar ist ein Array von STD-Classes. Und STD-Class ist ja jeweils. Dort stehen halt jeweils die Werte, zum Beispiel bei einer Node, so als Beispiel Node Node ID und Node underscore Title steht dort drin. Die Query Plugins sind leider immer ziemlich kompliziert, aus folgendem Grunde. Views benutzt ja, um die SQL Query zu bauen, letztendlich ganz viele Händler, zum Beispiel den Field Händler, den Filter Händler. Nehmen wir als Beispiel jetzt den Filter-String-Händler. Der hat die Möglichkeit zum Beispiel zu schauen, ob in dem Wert in der Datenbank jetzt ein Wort quasi mit dem Wort übereinstimmt, nachdem man filtern möchte. Das ist etwas, was halt so konzeptuell einfach nur auf SQL funktioniert. Wenn ich ein Apache Solr habe, dann funktioniert es komplett anders. Das heißt, je nach Anwendung muss man bei Query-Plugins quasi auch noch jeden eigenen oder viele Handlers dazu implementieren. Jo? Bei Access hätte ich jetzt erwartet, dass das über C-Tools abgeliefert wird. Ist richtig. Über eigene Views-Plugins. Also man kann beides machen, sozusagen. Wenn man sowieso Pandas benutzt, dann macht es natürlich Sinn, die Pandas Access-Plugin zu benutzen, weil A, hat man die ganzen Informationen eines Pandas zur Verfügung, B, macht es einfach Sinn, weil man das eigentlich in Pandas konfigurieren möchte. Aber ja gut, wenn man nur eine View hat zum Beispiel. Ja, nee, das meine ich gar nicht, sondern ist es nicht so, dass C-Tools ja auch diese Plugins einfach mitgeliefert und dort halt keine eigenen Views-Plugins, sondern dass Views sozusagen auf C-Tools-Plugins zurückgreift, welche halt die Zugriffs. Das wäre theoretisch richtig, das wäre auch möglich. Theoretisch hat aber nie jemand gebaut, also Views kam zuerst sozusagen, Views wurde zuerst gebaut von Earl, hat dann halt die ganzen Plugins definiert, auch Access. Dann hat er C-Tools geschrieben für Panels und hat dann dort Access-Plugins definiert. Okay. Also konzeptuell ist auch Access-Plugin viel besser.
Also haben sie nichts miteinander zu tun, jetzt sieht nee. Und sie haben nur den gleichen Namen. Okay. Und die gleiche, das gleiche Ziel sozusagen. Panels, da kann ja zum Beispiel mehrere Verknüpfungen, also mit oder und mit und verknüpfen und so. Das geht halt irgendwie so nicht. Jo. Kann ich, das heißt, ich kann meinem Query-Plugin verbieten, mit bestimmten Key-Tenants zusammenzuarbeiten sozusagen? Ja. Das also, ist das gleiche wie bei Style und bei Row, wo ich Type angebe und dann muss ich bei Style und bei Row explizit den benutzen, damit ich die da benutzen kann. Ja, nee, nicht ganz, aber das, also, was man prinzipiell macht, muss man, also man definiert quasi Hook Views Data für sein eigenes Query Plugin sozusagen. Man kann in einem Key, also ich glaube, das ist Table Base Query, dort kann man quasi sagen, okay, ich möchte für diese Tabelle jetzt statt dem Standard mein Query Plugin verwenden. Und dann wird quasi dieses Query Plugin genommen statt SQL. Das heißt, jeder Händler und so weiter agiert jetzt auch auf meinem Query Plugin, meinem CSV Query Plugin zum Beispiel. Genau, aber das muss ich ja verbieten. Ich muss ja neu implementieren, weil die können ja damit standardmäßig nicht um. Die erwarten ja. Soll ich mal ein Beispiel zeigen? Okay. Das ist jetzt unsere Hook Views Data für Orange Logic. Orange Logic ist so eine Galerie. Und um das jetzt zu definieren, gibt es wieder zum Beispiel Table Group, um die Gruppe zu definieren. Und jetzt das Wichtigste ist dieses Base, die Base-Geschichte hier. Eine Basistabelle mit einem bestimmten Titel, mit einem bestimmten Feld. Hier zum Beispiel Doc-ID. Orange Logic ist jetzt was XML-basiertes. Das heißt, um eine Query abzusenden, muss man ihm ein XML-Dokument schicken und bekommt entsprechend ein XML-Dokument zurück. Das Wichtige ist jetzt hier, die Query-Class ist exakt falsch benannt. Also im Sinne von unverständlich, weil Query-Class ist jetzt hier nur so eine kurze Bezeichnung. Das steht jetzt für die Plugin, für den Namen des Plugins. Da gibt es keine Namenskonvention. Warte mal, hier sieht man jetzt Orange Logic als Query Class. Mal runter. Und jetzt hier gibt's, muss man in Hookviews Plugins einen eigenen Plugin-Typ, ein eigenes Plugin schreiben oder hinzufügen, und zwar ein Query Plugin mit dem Namen Orange Logic. Und genau das ist das, was oben Query Class heißt. Genau. Hat wieder einen Titel und Hilfetext. Und quasi ein Händler, also eine PHP-Klasse, die dafür benutzt wird. Okay, jetzt sollte man eigentlich Query Plugin registriert. Genau, du würdest damit letztendlich anfangen. Dann würdest du überlegen, wie sehen die Daten aus, auf denen ich abfragen kann. Bei CSV ist zum Beispiel das Problem. Bei CSV kann ich quasi in Hook Views Data, würde ich jetzt nicht wissen, was für Spalten existieren. Deswegen würde man dort quasi einen Filter Händler schreiben, der quasi allgemein funktioniert. Das heißt, du kannst eintragen. Separator aber auch so. Und genau. Separator. Gut, Separator wäre eher auf der Ebene des Query Plugins. Ja. Aber du wirst einen Filter definieren, wo du Key und Value quasi angeben kannst. Mhm. Also Spalte sozusagen und Wert. Das Query Plugin, auf dem würdest du jetzt den Separator angeben, vielleicht den Dateipfad, wo das CSV liegt. Genau. Und dann würde in deinem Query Plugin quasi die Logik sein, wie kann ich CSV laden. Filtern muss man dann wahrscheinlich in PHP machen. Vielleicht gibt es da auch irgendwie PHP. Irgendwie Klassen natürlich kurz zu tun, aber gut. Genau. Aber Query Plugin ist ja eigentlich kein Plugin, so wie du vorher meintest, dass es austauschbar ist und auswählbar. Das ist ja ein Händler. Sozusagen, Fall. Ja. Wenn du es ja auf die Fuse Data anwendest. Ja. Baust du es irgendwo anders ein? Hast du irgendwo die Möglichkeit?
Möglichkeit, Plugin zu wechseln? Also, naja, du kannst dich nicht in der Oberfläche auswählen. Haben wir uns so entschieden dafür, weil das wäre ultra verblocht. Ja, ist ja genauso wie mit den Datenfeldern. Also, du kannst ja, ja. bestimmte Händler auf bestimmte Felder. Also, es gab mal Beispiele, wo Leute das SQL-Query-Plugin erweitert haben, um zum Beispiel Master-of-Slave-Replication zu machen. Und die Idee war jetzt, dass man in der View-Konfiguration angeben kann, hey, ich möchte nur auf den Slave oder ich möchte auf jeden Fall auf den Master diese View abfragen. Okay. Also theoretisch kann man... Ja, aber das kannst du mit Feldern ja auch machen. Du kannst ja beim Filter zum Beispiel auch sagen, ich will das jetzt als Dropdown oder ich will es als Checkbox haben, dafür theoretisch zwei Händler bauen. Ja, okay, das ist richtig, stimmt. Ja, das Problem ist halt, man muss das ganze Hook-Views Data quasi neu implementieren, wenn man zwei verschiedene zur Auswahl haben möchte. Es ist scheiße, man kann es nicht in der UI auswählen, ja. Dann würde er halt hier immer, also würde in Hook-Views Data Alter die Query Class immer ersetzen, wenn man jetzt so einen speziellen. Ja, das muss man ja bei anderen Viehhändlern, wenn man eigen für Sprache oder sowas haben will, der auch machen. Ja, okay. Ja. Ja, okay, das stimmt. Ja. Also, ja. Es ist nicht das klassische. Ja. Ja, ja, du hast schon recht. Also, so die Grenzen zwischen Plugin und Händler ist auch irgendwie fließend. Und in Drupal 8 sozusagen ist es alles eins. Komisch. Also, in Drupal 8 ist auch noch mehr ein Plugin. Ein Blog zum Beispiel. Man definiert dann für das eigene Query Plugin auch die ganzen Werte, nach denen man filtern kann, zum Beispiel Exclude Keyword jetzt in dem Beispiel. Das Query Plugin selber ist dann relativ aufgebläht sozusagen, weil das halt die komplette Logik implementieren muss, wie kann ich überhaupt abfragen auf meinem irgendwie Backend. Apache Solr zum Beispiel, das ist ja ultra kompliziert. Wie ist das nicht? ich guck mal nach einer einfachen Methode. Errichten. So, das ist eine Funktion Query. Genau. Die Funktion Query wird aufgerufen, wenn Views sagt, bau mir die Query, führe sie aber noch nicht aus. Dieses Plugin jetzt benutzt wiederum das Query. Query ist jetzt ein weiteres, eine API, um dieses Orange Logic abzufragen. Und die haben jetzt sowas wie, also Preference steht so sowas wie ein Feld. Also ich iteriere dann über alle meine Felder und füge dieses Feld dann als Preference sozusagen dazu. Also man muss hier quasi alle Felder, die man irgendwie in der View hat, behandeln. Man muss alle Filter oder Conditions behandeln. Man müsste alle Sortierkriterien behandeln. Vielleicht auch sowas wie Joins, wenn man dieses Konzept hat. Aber das würde doch Solr dann eigentlich auch machen, indem er dann da den Index rauszieht. Ne? Genau. Weil er muss ja dann jedes Feld aus dem Index quasi da der Query hinzufügen, um erstmal als Feld dann auch in den Fields zur Verfügung zu haben. Genau, das sowas. Das ist wirklich, es ist leider immer viel Code. Also hier als Beispiel, um eine Feature zu haben, muss ich sagen können, irgendwie muss ich irgendwo rausfinden, okay, ich bin auf der Seite und man muss dieses Backend muss halt auch irgendwie wissen, wie das funktioniert mit den Seiten und das setzt es hier zum Beispiel. Also Query-Pagen sind vorher. Sie sind lang, sozusagen. Die weitere Methode, die man braucht, ist die Execute-Methode. Sie erwartet eine View und letztendlich führt die Query tatsächlich aus und bekommt das Resultat. Das ist hier jetzt schön, das ist Execute Search Query, bekommt das XML zurück und man muss dann aus dem SQL
this U result befüllen. Und Item sollte eine SD-Class sein. Dafür gibt es einen super Trick. Mit JSON Decode, JSON Encode kann man ein XML, also ein simple XML-Objekt zu einer SD-Class konvertieren. Andersrum, JSON Encode, JSON Decode, given away. Okay, kann ich auch. Ja. So sieht's aus, liebe Freunde. Ja, okay. Kleiner Trick. Habe ich so aus Kau kopiert. Was ist das raus? Das gab es eine Weile im Drupal Core, diesen Trick. Jetzt sind wir? Nee, also für die Konfigurationsgeschichte wurde teilweise XML benutzt. Mhm. Und da waren wir auch faul. Wir sind einfach hier. Und jetzt tendiert ja vielleicht sogar schneller, als wenn du selber implementierst in PHP, weil JSON Encode und JSON Decode lebt halt in C letztendlich, also in der C-API von PHP. Wahrscheinlich. Ja, okay. Da muss man sich. Das gibt auch kein gutes Beispiel. Das gibt es. Das ist scheiße. Man muss das aber auch alles eigentlich ja wirklich implementieren. Es sei denn, man sagt zum Beispiel, oh, der darf nicht filtern und er kann sowieso nicht sortieren oder er kann sowieso eine Calculator haben, sondern. Ja, weiß ich nicht. Ja, bei CSV zum Beispiel. Filtern ist halt in PHP. Ja, muss man sich auch überlegen, wie macht man das generisch. Ja, das könntest, wenn, dann könntest du das wirklich nur machen, wenn du so eine PHP-Klasse da reinschreibst und die dann halt, also dann das News-Plugin als Wrapper dafür aufbaut. Genau, das, genau, ja, das ist meistens halt der Fall. Genau. Anders, ich meine, das war jetzt vielleicht ziemlich, ist mir nur so in den Kopf gekommen. Ja, das ist eine gute Idee. Also, Feeds ist ja auch was Ähnliches sozusagen, dort kannst du auch eine Source reinladen. Ja, da überschneidet sich dann auch ziemlich viel irgendwann. Also ein Beispiel für ein Query-Plugin ist noch Entity Field Query underscore Views heißt das Modul, also EFQ underscore Views. Und das benutzt halt quasi EFQ als Backend sozusagen. Ist halt noch eine Ebene mehr. Aber gibt da im Endeffekt dann nur ein EFQ aus, ne? EFQ? Ja. Ja, und die Entity ID. Baut halt nur Datentabellen für die Entities quasi. Ja. Genau. Also das EFQ-Views benutzt tatsächlich mittlerweile nur noch Entity API, weil Entity API macht eine generische Integration für Views. Jetzt muss nur quasi EFQ-Views so, also das Query-Plugin so gebaut sein, dass es halt auch so mehr oder weniger alles akzeptiert, was die Entity API definiert hat. Und damit hat man dann eine automatische Generation. Und die Idee ist es tatsächlich sozusagen in den Core zu bringen. Ich mache mal jetzt noch ein weiteres Beispiel, weil ich glaube, Style Plugin wird vielleicht häufiger verwendet und benötigt. Die Idee ist jetzt, es möglichst einfach zu machen. Deswegen ein Beispiel. Die komplette View soll in einem Fieldset noch sein. Den eigentlichen Inhalt aus der View besteht halt aus Row-Plugins, also hier zum Beispiel der gerenderte Node. Und man möchte noch irgendwie Optionen haben, ob der Fieldset jetzt collapsible ist oder ob der per Standard collapsed ist. Genauso könnte man ein Row-Plugin schreiben, was Fieldsets quasi außenrum setzt. Was ist denn da sinnvoller? Obwohl, nee, Blödsinn, nee, vergiss es. War gerade zu schnell gesprochen. Ja, also es ist wie gesagt beides oft, es kommt tatsächlich auch oft vor, dass man eine Kombination zwischen Style-Plugin und Row-Plugin braucht, um das umzusetzen, was man möchte, und gleichzeitig flexibel zu sein. Wenn man sozusagen nur einen einfachen Wunsch vom Kunden hat, in Anführungszeichen, und dann lohnt es sich oft auch nur ein Style-Plugin zu schreiben, was halt genau das macht, was man möchte. Oder wenn man kranke Anforderungen hat, möchte man Display, Style und Row-Plugin schreiben. Zum Beispiel. Es gibt solche Menschen. Genau. Also unser Ziel ist jetzt noch zwei Optionen dazu zu bringen. Das Style-Plugin wird wieder in Hook-Views-Plugins gesetzt.
das wiederum hat deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten sozusagen. Also unser Name ist Fieldset mit dem Title Fieldset, wieder ein Hilfetext und die PHP-Klasse. So, und jetzt kommen verschiedene Dinge, die sozusagen wichtig sind. Theme gibt jetzt quasi an, welche Theme-Funktion wird aufgerufen, damit ich den Style rendere. Ist optional. Ist sozusagen optional, macht aber meistens Sinn. Das heißt, wenn man jetzt Theme verwendet, hier jetzt Views Example Style, Views Fieldset oder so, dann wird automatisch auch die Template.php benutzt. Man muss dort nicht mehr Hook Theme implementieren, weil Views das selber weiß, okay, ein Style Plugin bekommt die View, das Style Plugin und das Resultat oder so. Das heißt, wenn man das dann letztendlich macht, baut man sich halt so die TPL, wie man möchte, plus die Preprocess-Funktion und rendert oder und bereitet in der Preprocess-Funktion alles, was man braucht, vor. So, jetzt gibt es hier diverse Keys. Fangen wir an mit unten. Users Options bedeutet letztendlich, gibt es in der UI einen Settings-Link? Wenn man keine hat, gibt man hier False. So, hier unten gibt es den Typ. Man kann quasi Style-Plugins und Role-Plugins sozusagen gruppieren nach Typ. Normal ist immer normal, aber ein Beispiel ist Feed. Man möchte nicht, wenn man ein Feed-Display hat und einen RSS-Style, den RSS-Style auch in der normalen Seite zur Verfügung haben, als Option für den Style. Genauso ein Role-Plugin für ein RSS-Feed muss komplett anders aussehen als ein Role-Plugin für HTML. Deswegen gibt es hier einen Tab, den kann man anders setzen, wenn man ein Display. Also normalerweise gibt es Normal und Feed. Wichtig ist dabei den Typ an sich, wenn man jetzt einen speziellen Typ definieren möchte, dann muss man das im Display-Plugin machen. Genau, im Display-Plugin gibt es eine Methode getStyleType, in dem man seinen eigenen zurückgibt. Genau, das kann man, ist der nicht registriert, und dann kann man da bei Type eingeben, was man will, dann nichts passiert. Ich glaube, Type Normal ist quasi Default, das heißt, man muss es nicht angeben, wenn man nicht möchte. Hier oben kommen noch ein paar weitere Optionen. Das erste ist Uses Role Plugin. Also kann man in der UI dann ein Role Plugin auswählen für die eigene Zeile, wenn es so der Fall ist, auf True. Uses Fields heißt, also man muss davon ausgehen, Uses Role Plugin, wenn ich das auf True setze, dann kann ich mit dem Role Plugin Fields sowieso schon Felder auswählen. Wenn ich das aber jetzt nicht möchte, sondern quasi nur direkt auf Felder zugreifen möchte, immer, dann gibt man Uses Fields auf True. Oder setzt man Uses Fields auf True. Ein Beispiel davon ist die Tabelle. Die Spalten einer Tabelle haben immer Uses Fields. Also man hat nicht sowas wie ein Row für eine Tabelle, weil man hat ja TR, Table Row und Table Call, also TD und TD und TD. Deswegen möchte man hier quasi nur Felder einzeln auswählen können. Dazu gibt es Uses Fields. Man kann in Views die Klasse um diese Row und die einzelnen Rows quasi setzen. Dann gibt es Uses Row Class und Uses Grouping, um das zu gruppieren. Da gibt es ganz schön viele Optionen. Das sind jetzt zwei Beispiele. Die sind quasi, haben immer einen Standardwert. Das heißt, das ist hier quasi sozusagen alles optional, wenn man es nicht anders setzen möchte. Wichtig ist, wie gesagt nochmal, Hook Theme wird automatisch angelegt. Man muss sich darum nicht kümmern. Wenn man tatsächlich ein anderes Theme hier auswählen möchte, gibt es noch den Flag Theme, ich glaube Theme Registry. Also hier auch Theme Registry. Wenn man das auf False setzt, dann muss man selber Hook Theme implementieren. Ja. Ja, okay. Okay, also unsere Idee ist, ein Style-Plugin zu schreiben, was eine Option hat für Collapsible und für Collapsed. Also eine Klasse, Extends View Style Default, man kann hier auch View Style
Plugin, also Views Plugin Style nehmen. Das macht letztendlich keinen großen Unterschied. Man hat wieder die Methode Option Definition, kann dort sozusagen Optionen angeben, zur Verfügung stellen mit einem Standardwert und gucken. Und das ist halt Boolean True. Entsprechend sollte man sich dann, kann man sich die Options Form schreiben, hat eine Checkbox, die sagt Collapsible Field Set. Und ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig, weil das analog zu den anderen Beispielen sozusagen. Wichtig ist jetzt, was danach kommt. Wie kann ich überhaupt mit einem Style-Plugin irgendwas rendern? Da gibt es mehrere Funktionen, die zur Verfügung stehen. Es gibt zum Beispiel Style Get Field. Das wäre jetzt, wenn ich in einer einzelnen Zeile bin, möchte ich ein bestimmtes Feld, aber gerendert. Oft ist ja der Fall, dass man in einem Template zum Beispiel auch dasselbe Problem hat. Man hat hier dann nur irgendwie die Result, aber da ist halt nichts gerendert. Was man stattdessen benutzen kann, ist Style Get Field. Das erwartet jetzt quasi den Row-Index, beziehungsweise das wievielte Resultat. In wie vielen Resultaten befindet man sich? Meistens kann man das abrufen über View Row Index. Und als zweites Argument den Feldnamen. Zum Beispiel Title. Das entspricht der ID in dem Views Export. Also standardmäßig, zum Beispiel bei NoTitle fällt es dann mit Title, Title underscore. One, Title underscore 2. Genau. Um sein Template zu definieren, ja gut, man rendert dann irgendwas, was man sich aufbereitet hat. In unserem Fall habe ich ein Fieldset definiert, was mit der Render-Funktion gerendert wird. Genau. Noch einmal? Die hast du jetzt in der C-Funktion quasi. Du bist jetzt gerade im Style-Plugin, richtig? Mhm. Das ist kein Row-Plugin. Richtig. Okay, dann gehst du also bei, verstehe. Ja. Okay, ich glaube, ich zeige kurz mal, wie das Field-Set-Plugin aussieht. Also entsprechend größer. Das Hook für das Plugins und die Template. Und also was tendenziell quasi das Komplizierte in Anführungszeichen dabei ist, ist quasi die Daten so aufzubereiten, damit die in dem Template gerendert werden können. Dazu muss man eine Pipo-Sys-Funktion schreiben. Die sieht dann wie folgt aus, Template, underscore Pipo-Sys und dann halt ja, der lange Theme-Name des Ganzen. Und hier hat man folgende Variablen zur Verfügung. Man hat vars view zur Verfügung, die globale View-Variable. In dieser View-Variable befindet sich das Style-Plugin. Auf das Style-Plugin. Mit dem Style-Plugin habe ich dann Zugriff auf die Option Collapsed oder Collapsible zum Beispiel, die wir vorher definiert haben. Ich habe jetzt hier ein bisschen getrickst. Das Fieldset ist letztendlich quasi nur ein Wrapper um alles, was dort innen drin ist. Und ich habe jetzt einfach gesagt, okay, ich möchte immer, dass es unformatted. Also ich möchte einfach nur eine einfache Liste von den Inhalten haben, so wie man es in Views auch machen kann. Und deswegen rufe ich hier quasi die Theme-Funktion von dem Inneren auf, von dem Inneren des Fieldsets und übergebe genau dieselben Variablen. Also auch View und das Style-Plugin. Das ist von Views die Theme-Funktion,
für eine einfache Liste an Diffs. Das heißt, das zurück liefert den geretteten Output von dem Inneren und das kann ich jetzt zu einem Fieldset verarbeiten. Und zum Rendern bereitstellen. ja, die, sagen wir so, die Innereien von dem Fieldset, ja, brauchen wir jetzt nicht zu wissen, wie das funktioniert, aber es wäre natürlich schön. Kannst du mal die Adapter von dem Set zeigen? Leer, sozusagen. Genau, der Standard ist. So, weil ich ein Ziel illustriert habe, und da jetzt nicht mehr die Renderfunktion. Genau, lass mich das kurz zeigen. Also du würdest die Renderfunktion überschreiben. Genau, lass mich das kurz zeigen. Ja, okay, ja, das ist ein bisschen komplizierter, aber ich mache das mal so, dass man... Okay, letztendlich... wird this theme functions aufgerufen. Das liefert jetzt zurück meine theme Funktion, die ich habe. Ruft die entsprechend auf mit der View, mit den Optionen, den einzelnen Zeilen und dem Titel. Vielleicht einfach vergessen, was hier unten steht. Das ist so die allgemeine Implementierung. Weil allgemein wird quasi immer gruppiert sozusagen und standardmäßig halt nach keinem Element, aber dann wird halt alles in eine Gruppe gepackt. This theme functions macht nicht nur die eine theme Funktion, sondern die gibt quasi alle theme suggestions zurück, die man in der Oberfläche auch zur Auswahl hat. Das heißt, wenn man theoretisch irgendwie eine eigene theme suggestion noch haben möchte, dann kann man das da hinzufügen. Genau, meistens muss man tatsächlich die Render-Methode sozusagen nicht überschreiben, weil es reicht, ein Template zu haben, ein Preprocess und die Theme-Funktion quasi definiert zu haben. Ja. Wenn ich kein Theme angebe, ist das so, dass Themes für mich schon automatisch Theme-Suggestions und Template registriert. Die ja meistens immer so was heißt wie Display-Name und Energie-Name, Display-Name, bla bla bla. Ja, genau. Also, warum soll ich dann ein Theme machen, wenn ich doch dann wieder von User diese Theme-Suggestions gut benutzen kann? Ja, weil du dann. Das sind ja Standard-TPLs. Ja, genau, aber. Wenn ich überschreiben möchte, brauche ich nur die TPL benutzen. Und wie gesagt, einen von diesen Namen in der TPL. Genau, richtig, aber vielleicht möchtest du irgendwie. Das nicht erlauben. Vielleicht pro Basistabelle ein Template haben oder so. Oder du hast verschiedene Styles. Also ich habe das mal für so ein jQuery Bildergalerie-Ding gebaut. Dann hast du in dem Bildergalerie-Plugin Style Blue, Style Red, Style Links da. Und die hatten eben verschiedene CSS-Dateien, die eingebunden haben. Und dann habe ich für jeden Style, dann habe ich halt mir die Template-Funktionen gesagt. Zielfunktion gesagt, wenn du jetzt den Style hast, binde das CSS an und den Style hast, binde das an und ersetze die mit die Klassen für das Template. Und das kannst du ja anders nicht machen. Zumindest habe ich keine andere Möglichkeit gefunden. Aber der Stil ist doch trotzdem ja. Der Stil mit der Klasse. Ja, warum muss ich jetzt den Key-Seam definieren? Weil es halt einfach definiert ist. Genau. Kannst du nicht, wenn jemand anderen einen Code überschaust, zum Teil nicht sagen, musst du so kommt automatisch das Theme. Okay. Wenn du das nicht weißt, erstes, oder du hast ein spezielles Naming oder so, das kann ja auch sein. Oder du teilst dir den mit einem anderen Modul oder sowas. Ja, genau. Es wird wahrscheinlich die Vorwerte gesetzt für dieses Theme. Genau. Oder also Theme-Name, Display-Name genau. Und dann Plugin-Name und bla bla bla. Genau, so wie du standardmäßig auch den Type hast. Warum sollst du da nochmal hinschreiben, wenn genau. Es eine Standard-Implementierung gibt? Also ein weiteres Beispiel ist, man quasi eigentlich nur eine zusätzliche, oder man möchte einfach nur eine Preprocess-Funktion aufrufen, möchte aber quasi den Handler überschreiben, die Theme-Funktion aber gleich lassen, sozusagen. Dann
kann man die Theme-Funktion hier setzen und dann dieses Theme-Registry-Flag setzen. Dann würde die nicht registriert werden. So, dann würdest du... Genau, dann würde man das sozusagen nicht überschreiben, sondern nicht vorhanden benutzen können. Muss dann aber halt Preprocess so bauen, dass es funktioniert. Ach ja. Also sobald ich dieser Theme als Key da eintrage, muss ich den, kann ich nicht nur mit der Render-Funktion arbeiten, sondern dann arbeite ich über den Preprocess. Ich glaube, das kannst du auch. Die Render-Funktion ruft am Ende die Theme-Funktion auf. Aber wenn du zum Beispiel in der Render-Funktion überschreiben würdest, dann würde die Funktion gleich nicht aufrufen. Weil er in dieser, das ist ja nur eine Implementierung der Basis-Render-Funktion. Ja. Diese Theme. Wenn ich das aus dem Code auch gelesen habe. Ja. Wird er in dieser Render-Funktion oder Render-Group? Ja, also Render-Funktion letztendlich. Da wird die erste Funktion auch gut. Wenn du davor sagst, es gab sogar ein Switch irgendwo drin, ja. Wahrscheinlich auf diese Überhaupt aus. Ja. Wenn du davor sagst, du willst das nicht, dann mach ich nicht. Am Ende sorgt diese Render-Funktion für die Ausgabe. Da kannst du auch noch Pause schreiben. Ja, da hättest du im Händler was und Power heißt, was Power ist. Egal. Also zusammenfassend, um Style-Plugin zu schreiben, Hook-Views-Plugins, dort den quasi setzen, die Datei anlegen, Preprocess-Funktion oder den Preprocess-Hook implementieren. Und dort Variablen vorbereiten und in der TPL entsprechend ausrendern. Hier kann man dann auch dafür sorgen, dass entsprechend keine Klassen ausgegeben werden, oder man das braucht. genau, ich habe noch zum Schluss einen weiteren Plugin-Typ, und zwar das Pager-Plugin-Typ. Und wollte einfach damit mal zeigen, wie weit man sogar das Verhalten von einem View quasi komplett anpassen kann, indem man ein Plugin schreibt. So, die Idee war folgende. Das kommt ja oft vor, man hat ein Attachment über halt eine View und die View selber. Hier jetzt, das Attachment ist quasi, wird als Field gerendert oder ausführlicher sozusagen und die eigentliche View wird dann einfach gerendert mit weniger Platz benötigt. Die Idee war jetzt, dass das mit dem Pager quasi zusammen funktioniert. Ich habe immer oben die erste von dem Resultat und unten immer weitere vom Resultat. Das heißt, auf der nächsten Seite habe ich, also ich habe vorhin mit 1, mit Node-ID 1 angefangen, habe dann 2, 3. Auf der nächsten Seite möchte ich hier 4 stehen haben und 5, 6. Genau. Also genau, das Ziel ist oben, das Attachment oben und die Hauptview unten und quasi der Pager agiert auf beiden gleichzeitig und passt es entsprechend so an. Man denkt jetzt vielleicht, man kann das per Oberfläche konfigurieren, geht aber nicht. Weil, also auf SQL-Ebene sozusagen, muss man die beiden Items per Page zusammenzählen. Weil ich will ja 30 Resultate haben, also muss ich das Attachment mit einem und die eigentliche View mit 2 Resultaten zusammenzählen. Und entsprechend rendern dann auch. Weil dann habe ich wieder 3 Resultate, aber ich möchte ja nur 1 oder 2 ausgeben. Genau. Also hier nochmal als Grafik sozusagen dargestellt. Das Attachment oben, das Item unten. Und wie man jetzt quasi das berechnet, die insgesamten Anzahl an Items, nehmen wir an, ich hätte 1 und 3 jetzt gewollt, dann wäre die insgesamte Anzahl, die man anzeigen möchte, 4. Also 1 plus 1, 2, 3 oder 4, also es wären halt insgesamt 5. Und ein Offset. Also wie viel soll quasi übersprungen werden. Das erste Attachment soll quasi ein Offset von 0 haben und die anderen hier unten ein Offset von 1. Das Offset von 1 kann man noch in der Oberfläche einstellen
Man könnte den Painter überschreiben für den Attachment und dort einen Offset von 0 einstellen. Wenn man jetzt aber Items per Page einstellt, dann hätten die dann andere, also die, das führt ja jeweils noch eine neue View aus. Okay, dann wäre halt der, also der Pager für Attachment würde halt immer nur das nächste weitergehen. Und der Pager für die unteren würden halt immer nur 3 anzeigen zusammen, statt 4 oder 5. Also man muss quasi, um das Resultat zu haben, die zusammenzählen. ich weiß es nicht. Das ist ein Page-Up-Plugin. Also wir hochviews Plugin, die Klasse anlegen, Infodatei. Und jetzt ist die Methode Query. Okay. Und die implementiert jetzt die Logik dahinter, wie man ein Page-Up baut. So. Erster Schritt: Ich möchte die Items per Page von dem Attachment und der eigentlichen Seite haben. Man muss wissen, das PageUp-Plugin wird jetzt in unserem Fall sowohl für das Attachment als auch für die eigentliche View ausgeführt. Das heißt, mit dieser Funktion getDisplayItemsPerPage ist egal, wie sie funktioniert, aber sie liefert die Items per Page für die Hauptview zurück und die Items per Page für das Attachment. Egal, ob jetzt dieser Pager im Kontext der Hauptview oder der anderen View ausgeführt wird. Dann ist die Idee, ich möchte die von dem ersten, also von dem Attachment und dem eigentlichen zusammenzählen. Also hier in dem Beispiel 1 plus 3. Das heißt, Limit wäre jetzt 4. Du kommst jetzt aber nur auf die Items per Page, weil es dasselbe View ist. Oder? Also Items per Page Main ist es die Items per Page von dem unteren sozusagen. Man konfiguriert in der UI dann trotzdem nur 3. Man konfiguriert, also man sagt, überschreibe den Pager für den Attachment und sagt da dann 1. Das einfach mal wegdenken. Am Schluss, okay, ich habe den Limit berechnet hier. Ich kann den Offset, also Offset beschreibt quasi die Seite, auf der man sich, oder wie viele Items soll quasi am Anfang übersprungen werden, bevor man auf der aktuellen Seite ist. Das ist berechnet worden mit dem Code hier, der ist aber auch schon standardmäßig so quasi drin. Und was man dann setzt, ist das View Query und kann dort dann Set Limit und Set Offset aufrufen mit dem Limit und dem Offset. Jetzt haben wir quasi Folgendes: sowohl der obere als auch der untere fragt 4 ab. Ja. Und jetzt müssen wir quasi, okay, das heißt, wir bekommen auch 4 als Resultat. Jetzt müssen wir quasi vorm Rendern noch für das obere die 3 unteren aufschneiden und für das untere das oberste aufschneiden. Das geht jetzt wie folgt. Also es gibt jetzt quasi sowas wie Hooks, auch für Plugins. Ein Hook, nenne ich jetzt mal, der existiert, ist Pre-Render. Also das ist auf dem Objekt eine Funktion. Und der Pre-Render, wie der Name sagt, wird vor dem Rendern des Resultats ausgegeben. Bekommt dabei das Resultat. Das Tolle ist, man kann hier sagen, es ist eine Referenz. Das heißt, ich kann das Resultat verändern. Und so, was ist jetzt die Idee? Ich nehme mal ein Resultat und splitte das quasi auf oder nehme nur einen Teil davon. Und welchen Teil nehme ich? Ich nehme den Offset als Start sozusagen und die Items per Page als Ende. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal an. Ja, der baut dir dann ja die Limit quasi zusammen. Der sagt dann ja Limit 5. Genau, warte. So, das heißt, insgesamt habe ich 4 Resultate in meinem Query. Das hier hat Items per Page, nennen wir mal IT, von einem.
in der UI. Das hat Items per Page von 3. Und ein Offset von 0, ein Offset von 1. Auf Deutsch, obere das erste Ergebnis anzeigen, das untere drei Ergebnisse anzeigen, aber das erste quasi überspringen, weil das das Attachment ist. So, wenn ich jetzt das Await von hier habe, Array Splice gibt jetzt quasi den Startwert an und wie viele. Startwert ist das Offset und wie viele ist die Items per Page. Ja, okay, das war jetzt vielleicht zu viel geteilt. Aber das wird dann für jedes, für jeden View quasi genau. Und für die Page ausgeführt. Genau. Nehmen wir an, wir sind im Kontext des Attachments. Wenn dieser liefert this get offset, 0. Und das davor aber auch, ne? Also die Funktion davor? Die Funktion davor. Die Page ID. Ja. Die wird auch für beide. Die wird auch für beide aufgerufen. Und wo sage ich das? Oder macht er das einfach? Das macht er. Achso. Also intern funktioniert so ein Attachment quasi, er klont die View und führt quasi die View nochmal für den Attachment aus. Okay. Und du hast dann aber, weil sozusagen in einer View sind, kannst du zum Beispiel von beiden Views, genau, kannst du jeweils die Einstellung des Pagers dir ausrauchen. Genau, das macht diese Funktion. Das ist das, was die Leute schon vorhin wollten. Genau. Du willst sowohl die Items per Page von dem oberen als auch von dem unteren bekommen. Wie kommst du auf die jeweils einzelnen Views? Das sehe ich mal. Das steht in der Funktion drin. Die mir darf sich nicht zeigen. Ja, weil die komplizierter wird. Okay. Uns kannst du nicht schon. Aber du könntest auch theoretisch auch dem Page noch zwei zusätzliche Optionen geben, oder? Richtig. Also gut, aber dann würde man quasi mit einbauen, dass es ein Attachment in eigenen View hätte. Ja. Ja, okay, richtig. Man könnte es als zusätzliche Einstellung mitgeben. Ach, du zeigst immer einen Page an. Genau, ich zeige nur den unteren an. Der obere wird nicht angezeigt, aber stattdessen quasi ausgeführt. Also es wird ausgeführt, aber nicht angezeigt. Was dieses Plugin noch macht? Nur mal dazu kurz, das kann ich aber auch einstellen, ob der angezeigt wird oder nicht. Oder? Ja, im Attachment kann man einstellen, dass es angezeigt wird. Genau, warte, das kann ich mal. Ja, das ist jetzt macht man dem weiteres. Okay. die Idee war, man kann in dem Page auswählen. Oder nee, man kann es nicht. ja, das war meine erste Idee. Ich könnte auswählen, was ist das Hauptdisplay, was ist das Attachment-Display. Aber ich dachte mir, das kann ich ja mit Override quasi irgendwie feststellen. So, das ist jetzt unsere Methode getAttachedDisplays, die ich vorhin aufgerufen habe. Ah nee, das ist noch nicht. Warte mal kurz. Das ist getDisplayItems. Es bringt nichts, wenn man das jetzt so erklärt. Das war fünfte. Genau, okay. Von Lack im Display Attachment abgeleitet. Genau, die Idee: Befinde ich mich im Kontext der Attachment oder befinde ich mich im Kontext der Hauptview? Schleichen. Genau. Deswegen könnte ich das aktuelle Display mir anschauen und schauen, ist es ein Display Attachment? Ja. Dann führe die Logik für das Attachment aus. Wenn es im Kontext des Hauptresultates führe die andere Logik aus. Und jo. also, okay, wenn ich im Attachment bin, dann ist es einfach, die Items per Page von dem Attachment zu bekommen. Das Attachment hat noch eine Option, zu welchem Display wird es quasi attached. Das finde ich jetzt hier quasi raus. Ich hole mir auf dem Attachment-Display die Option Displays
filtere die nach nur Werten, die gesetzt sind und schau mir das erste an. Also hol mir das erste. Das ist jetzt die ID von dem Hauptdisplay, zum Beispiel Default oder Page genannt. Auf diesem Display kann ich mir mit ListViewDisplay und dem Display-Namen jetzt die Option Page holen und dort die Items per Page. Damit habe ich jetzt sowohl die Items per Page von dem Attachment als von der MainView. Ja. Andersrum mache ich dasselbe, also nur umgekehrt. Ich bin auf der Hauptview, das heißt Items per Page. Auf der Hauptview ist irgendwie einfach, weil das mein aktuelles Pager-Plugin ist. Um jetzt quasi das zu. Holst du dir dann das Display, das attached ist, holst du da den Links, um das dann abzuziehen? Nee, du findest jetzt raus mit Attached Display, da Current Get Attached Display. Ja, also was das jetzt zurückliefert, ist die des Displays, das attached ist. Also ich bin in der Main View, genau, und möchte herausfinden, welches ist attached. Deswegen hole ich mir quasi alle Attached Displays und nehme das erste. Okay. Dann heißt es ja eigentlich, dass du hast ja nur die Option aus dem anderen, oder? Hier oben ja. Da unten nicht, weil. Also ich rufe eine Methode getAttachedDisplays auf, die weiter oben definiert ist. Die Idee ist, ich habe quasi nur auf dem Attachment konfiguriert, zu welcher Display es attached wurde. Mhm. Ich muss die Information jetzt aber umdrehen. Und das macht die Methode dort oben. Wähle dann das aktuelle aus, hol mir den Pager und bekomme wieder die Items per Page davon. Des Attachments. Des Attachments jetzt. Wir sind in der Main View, genau. Gib die beiden Items per Page zurück. Du musst also umgekehrt denken. Wenn es Attachment ist, dann kriegst du daraus, was die Main ist. Und wenn du auf der Main bist, kriegst du dann nachher raus, was das Attachment eigentlich ist und holst dir dann mal die Items. Genau. Okay. Im Endeffekt ist es schon so einfach. Ich will es inner Offset und inner Items Count nennen. Also ja, eine weitere Option wäre vielleicht einfacher gewesen. Du müsstest halt die Werte dann übertragen. Quasi, ja. Dass du das in der Aufsicht quasi für 1 im Attachment hast, im Hauptview hast und nur 2 anzeigst. Mhm, ja. Und im Attachment halt in Aufsicht 0 und nur 1 anzeigst. Ja. Aber was du weiter für Page 4 hast. Na, also diese Logik mit dem Plus hättest du immer noch. Also, dass du die Items für Page von den beiden zusammenzählst. Ja, genau, du müsstest ja dann 4 eingeben als Items für Page. Ja, genau. Items weiter springst, aber im Endeffekt nur 3 dann anzeigst. Ja, okay. Sodass du halt deine Elements und das Offsets richtig setzt. Aber dann musst du bei deinem Page erst 4 eingeben, richtig? Genau. Dann musst du die Page-ID musst du dann auch passen. Ne? Wenn die das auf demselben dann läuft. Die braucht dann dieselbe Page-ID. Ja. Weißt du? Der selber Pager intern ist. Also, hat quasi einen gemeinsamen Pager sozusagen.